6 Monate später. Ist das Tyler? Ja, es ist Tyler. One last look. I'm good to go. Weißkopfseeadler. Hey, it's me. Hey, me. House is empty. I'm getting ready to head out. So, last chance. Is there anything you want me to do while I'm in town? Listen, Ty, you're dropping off the keys with Tina, right? Yep. Gonna leave them at her office on my way to the ferry. Well, that's it then. Did you see the article I sent you about Tom losing the election? Ah, yes. I saw your message right before derby practice, so I didn't have time to read it. But I did cackle at the headline. Did you picture Tom's face whenever you went in for a block? No, but that is a great idea. Anyways, I'm glad Tessa finally left his ass. Karma is a bitch. How's Juno? Big and full of people, even without tourists. Michael's been writing up rules for the apartment. I need your support against his whole food policy. Just refuse to sign anything until I get there, okay? Okay, but you better hurry. If he gets his way, we'll only have one small shelf for junk food. What? Heresy. I'm gonna need, like, twice that just for snack cakes after my surgery next month. I know, right? This cannot stand. How are you? Good, actually. Really good. You? Same. You know, emptying the house really cleared my head out. Thanks for doing that. The observatory really needed me this week. And after everything that happened, I've just felt like I needed to keep some miles between me and Delos Crossing. No worries. You still loving your therapist? Gail, yes. I was actually just doing some letter writing she assigned me as homework. It really helped me get some perspective. That sounds awesome. Okay, I'm gonna hang up now. See you tonight. Okay. I'm gonna take one last walk through the house, and then head to the ferry. Drive safe. Pretty sure that's the only way possible in the old Allison Mobile. Love you, Tyler. Love you. Man, seeing it empty is so weird. But at least it's the last time we'll ever have to. So ein... Oh, das ist cool. Winter, Sommer... Hat er hier geschlafen? Das sieht nicht ganz so gemütlich aus. Michael muss echt eine Erleichterung sein, endlich mal diesen Ort mit diesem Ort durch zu sein. Das sage ich dir. Wenn der Verkehr nicht allzu schlimm ist, sollte ich so um 16 Uhr wieder bei uns sein. Hahaha, Verkehr in Dallas, nur wenn der Briefkasten rüber entkommen ist. Ich mache die Kekse, die du so magst. Ich bin sowas von auf dem Weg, nehme... Dabei wahrscheinlich ein paar Hydranten und Stoppschilder mit. Stirb bloß nicht, ich halte sie warm, bis gleich. Grinsender. Grinsen. Hilfe-Emoji. So, Michael und Tyler schreiben noch.
Meisterkrimineller von Dallas Crossing entkommen. Pelziger Bandit gefährdet erneut Postsendungen. Hey Kobolde, hab gehört, dass ihr endlich das Haus verkauft habt. Ich war heute Abend bei euch, um euch dabei zu helfen, alles Nötige zu reparieren, aber ihr wart nicht zu Hause. Seid ihr schon ausgezogen? Dinge ändern sich im Moment so schnell, wie dem auch sei. Ihr wisst, wo ihr mich finden könnt, wenn ich irgendwas reparieren soll. Wenn ihr auch in der Stadt seid, meine ich, es ist schon spät und ich bin ganz schön müde. Oh, und es tut mir leid, dass ich mich wie der letzte Idiot benehme. Ich nun mal bin. Überall, wo ich hinschaue, denke ich daran, wie es früher war. Ich habe versucht, es besser zu machen, aber ich glaube, es könnte ein Altbären wie mich zu spät sein. Ich weiß nicht, ob euch das erreichen wird. Es wird spät, ruft mich an, wenn ihr noch da seid. Passt gut auf euch auf, Sam. PS, ich wünschte, es ließe sich alles leichter reparieren wie ein Boot. Okay, wir haben die Fotos mitgenommen. Ich gehe mal noch oben ins erste Geschoss, wo ich hier unten alles abchecke. Hier noch irgendwas machen oder mit irgendwas interagieren können. Das ist hier ein bisschen anlehnen. Oh, da liegt ein Flieger. Ich hoffe, die neuen Owner sind Mr. oder Mrs. Fixit. Ja, eigentlich ist es eine echt schöne kleine Hütte, so verwunschen im Wald. Am See. Damit kann man wirklich nicht viel verkehrt machen. Ich meine, es gibt nicht sonderlich viele Räume. Goodbye, Room. Goodbye. Alison, das Foto schicken. Man on the Moon? Über Gedanken oder wie? Oder mit dem, ach, mit dem Handy, okay. For posterity. Two Goblins. Gibt's ein Goblin-Kobold-Emoji überhaupt? Gleich mal abchecken. Moment, das habe ich schon durchgelesen. Hiervon noch ein Foto machen. Juno University, seid dabei, jetzt bewerben. Huh. Well, at least she finally dumped his ass. Liebster Tyler, liebste Allison, ich schreibe diesen Brief vom Flughafen Juno International, wo ich bald für einen Missionsauftrag einen Flug nach Manila antreten werde. Bitte entschuldigt, dass ich mich nicht persönlich von euch verabschiedet habe, aber ich musste diese Entscheidung allein treffen. Sicher versteht ihr, dass man manchmal der Stimme des Geistes folgen muss, ohne sie zu hinterfragen. Ich werde für eine Weile nicht nach Dallas Crossing zurückkommen. Wo ich gehe, muss ich euch, glaube ich, noch etwas gestehen. Vielleicht konnte ich Mary Ann ihren Verrat nicht verzeihen, weil ich nie die Kraft aufbringen konnte, meinen Mann zur Rede zu stellen. Ich habe euch beide wirklich wie meine eigenen Kinder geliebt und habe stets versucht, eurer Mutter ihre unverfrorene Lebensart zu verzeihen. Als ich aber herausfand, dass ihr das Ergebnis der Affäre mit meinem Thomas wart, ich wollte, dass sie genauso leidet wie ich und brachte deshalb den Zorn in euer Haus, so wie ich es in meinem eigenen Haus nie gewagt hätte. All die Jahre war ich zutiefst beschämt und bin überrascht, wie viel besser ich mich fühle jetzt, wo alles ans Licht gekommen ist. Das Beste an der Wahrheit ist der Frieden, den sie einem bringt. Ich hoffe, ihr findet ihn in eurem Herzen, um mir zu verzeihen. Wieder mal habt ihr mich gelehrt, wie Liebe einem Leben voranbringt. Etwas, das mir Mary Ann die ganze Zeit versucht hat zu zeigen. Passt aufeinander auf, immer. In seinen Fußstapfen, Tessa.
Sucks to suck. Thomas Anthony Vecchi. Dallas Crossing. Thomas Vecchi verliert die Bürgermeisterwahl gegen die derzeitige Bürgermeisterin Leslie Scal. Bürgermeisterin Leslie Scal verkündet erfolgreiche Wiederwahl gegen den umstrittenen Herausforderer Thomas Vecchi mit fast 68% der Stimmen. Stellte das den größten Stimmenvorsprung der Geschichte von Dallas Crossing dar. Ihr Gegenkandidat, der ansässige Geschäftsbesitzer Vecchi, löst in der Community viele Debatten in Bezug auf seine Waffenkontrollgesetze aus, aber Scals Erfolg wird hauptsächlich auf ihre Bereitschaft zurückgeführt, auch über Parteigrenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Viele in der Community sagen, dass ihre Wiederwahl keine Überraschung sei. Laut Quellen aus den Umkreisen des Stadtrats lud Scal Vecchi ein, sich ihrem Bürgermeisterkabinett anzuschließen, doch Vecchi lehnte ab. Vecchi wollte nicht zu den Wahlergebnissen äußern, sagte nur, dass er sich auf seine Familie und andere geschäftliche Aktivitäten konzentrieren will. Seine Kommentare verwirrten einige Community-Mitglieder angesichts der jüngsten Schließung von Vecchis Geschäft im sehr beliebten Tessa-Café, das von seiner Frau Tessa Vecchi geleitet wurde. In einer gesonderten Stellungnahme verkündete Frau Vecchi, sie habe ihr florierendes Geschäft beendet, um sich auf persönliche und spirituelle Angelegenheiten zu konzentrieren. Veni Vidi Lost. Hier kann ich kein Foto machen. I should grab the rest of my stuff before I head out. Ich meine, ich habe jetzt alles geholt, oder? Ich war in dem Raum hier. Moment, es gab noch diesen Raum hier hinten. Aber hier kann ich jetzt auch nichts mehr machen, oder? Ne. Gut, dann war's das, glaube ich. I should have probably run these by his place. Or just drop them off at Bernie's. Für Sam. It's too bad Tessa closed her cafe. That other place just doesn't quite hit the spot. Los geht's. Such a good day. Hello, my name is Tyler. Ach, ist er jetzt Ranger? Ist das so ein Ranger? Anstecker? I don't know. Oh, eine Halo-Figur. Okay, hier kann ich ja was untersuchen. I hope the next Goblin family bakes a lot of sand pies in this. Guess you guys moved on too. Such a good day. Miss Tyler. This is that thing I was telling you about. See you there. The annual queer prom. Ich vielleicht irgendwie noch mal zum Doc oder so. Das ist schon wirklich ein schöner Ausblick. Actually, yeah, everything really is. I'm sorry we're leaving you alone out here. Bye, Leo. Das ist schon echt ein sehr schöner Ausblick.
time to move on. Ich glaube, das war's jetzt soweit, oder? Vielleicht bei der Scheune noch mal vorbeischauen. Aber die ist zu. Es scheint auch alles ausgeräumt zu sein. Ja, die Tür sollte ich zumachen. Die restlichen Sachen. Was sind denn noch die restlichen Sachen? Hab ich angeguckt. Hier war ich drin. Oh, mein Laptop steht noch da. Ja, den sollte ich vielleicht mitnehmen. Ich das mitnehmen? Nee. So, jetzt sollte aber alles gewesen sein, oder? Das hier war ja nichts mehr. Gut, der Brief, aber das konnte ich ja alles nicht mitnehmen. Well, this is goodbye for real, I guess. Hey, Aaron, it's Ty. Tyler Ronan. I thought I'd catch you on your break between sessions, but I guess you're going long with another rebel with too many causes. I know I haven't reached out since I left Fireweed, but I just wanted to say, well, you were right about grief, about it going in circles. This morning, I was out on the porch, staring at the fog. And my mother, she just tumbled right out of me. But it was okay. It actually felt good to remember. Anyway, give me a call back if you get a chance. I'll see you around. And thank you. Das war Tell Me Why. Meine verehrten Damen und Herren, Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, Tell Me Why. Ich habe hier noch ein paar M&Ms. Ich meine, der ganze
diese ganze Story-Bendung am Ende, dieser Twist, dass die Erinnerung vielleicht doch anders war, dass die Sachen vielleicht doch anders waren, als sie dachten, dass sie sind und dass Sachen missverstanden wurden und diese ganze Sache jetzt am Ende, das war ja mehr oder weniger, war das einem ja schon seit Episode 1 klar, dass die Story darauf hinausläuft. Deshalb im Tell Me Why würde ich sagen, ging es ja deshalb eher, war eher der Weg das Ziel. Das war, was wir in den Episoden alles durchlebt haben. Dass das alles nochmal hochkam, dass man sich mit den Orten, den Personen beschäftigt und auseinandergesetzt hat und mit den Erinnerungen auch aktiv auseinandergesetzt hat. Dass es da jetzt am Ende hinausläuft, wo es drauf hinausgelaufen ist, das war halt abzusehen. Mein Eindruck prinzipiell zu Tell Me Why hat sich dahingehend nicht so stark geändert oder verändert, wie es auch schon in vorigen Episoden war. Ich mag die Figuren, ich mag gerade Tyler sehr, ich finde, er ist eine der sympathischsten Figuren, die ich seit langer Zeit in einem Videospiel gespielt habe. Was man halt immer noch sagen muss, vom Gameplay her ist das halt alles Point-and-Click-Adventure-like, sehr minimalistisch, von der Erzählung vielleicht auch an manchen Stellen ein bisschen langgezogen, ein bisschen träge. Vielleicht auch, man muss es ganz ehrlich sagen, an einer oder anderen Stelle langweilig. Da hat die Story ihre Tiefen, aber sie hat natürlich auch ihre interessanten Aspekte, ihre Höhen, ihre Charaktermomente mit besonderen Dialogen zwischen Figuren. Mhm. Und das macht das Spiel halt wirklich sehr gut und sehr stark. Ist es besser als Life is Strange? Ich weiß nicht. Life is Strange hat halt nochmal so einen ganz besonderen Impact mit der Atmosphäre, mit der Musik, mit den Figuren und mit der Story. Wo würde ich sagen, wird das in dieser Geschichte eher, das ist eher eine charaktergetriebene Geschichte. Und die Handlung als solche, wie gesagt, sie ist zäh. Und das Spiel hat dauert 3 Episoden, jede Episode so ungefähr 3 Stunden lang, also insgesamt 9 Stunden. Ich glaube, man hätte diese Geschichte mit einem besseren Pacing und einer besseren, flotteren Erzählung auch in 5-6 Stunden erzählen können. Und dann hätte man vielleicht jede Episode, was weiß ich, 1,5 Stunden lang gemacht und dann wäre es am Ende 3 Stunden, ja, 4,5 Stunden, vielleicht 5 Stunden gewesen. Ich glaube, das wäre ein wesentlich besseres Pacing gewesen. Weil so, gerade weil das Gameplay halt sehr träge ist, wenn dann noch die Erzählung an der einen oder anderen, also beziehungsweise das Gameplay sehr minimalistisch ist und wenn gerade dann auch noch hinzukommt, dass die Erzählung sich an vielen Stellen nicht weiter bewegt und langatmig ist, wirkt das halt umso schwerer. Weil jetzt in der letzten Episode kamen natürlich doch nochmal einige Sachen zusammen und sie kamen zu Punkten und sie haben Fragen beantwortet. Und ich finde das Ganze, also man muss aber auch sagen, das Ganze wird befriedigend und gut zu Ende geführt. Also wirklich alle losen Stränge, alle Charakterentwicklung, alle Momente führen sich wirklich sehr gut in ein Gesamtbild zusammen, finde ich, von Episode 1 jetzt bis zum Ende von Episode 3. Also das funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Es ist nicht so, dass man am Ende sagt, das ist alles Schmarrn, das passt irgendwie nicht. Also es ist auf jeden Fall besser als so die letzte Episode von Life is Strange, wo es halt wirklich in total Bullshit-Gefilde gegangen ist und alles abgespaced ist und dann übertrieben war und hier und da. Da finde ich, dass in seiner Gesamtheit Tell Me Why da in der Hinsicht einen besseren Job macht. Ob jetzt hinsichtlich der eigentlichen Erzählung, also nicht der Erzählung an sich, sondern wie die Erzählung erzählt ist, ist ja jetzt besser, schlechter ist. Ich glaube, da finde ich immer noch Life is Strange immer noch ein bisschen besser. Auch wenn ich einzelne Momente und einzelne Figuren und Charaktere in Tell Me Why halt wirklich sehr, sehr gerne mag. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das mal gespielt zu haben. Und war jetzt auf jeden Fall keine Zeitverschwendung oder so, sondern eine sehr berührende Charaktergeschichte.
So. Jetzt ist die Musik vorbei und der Abspann läuft noch. Xbox Game Studio Special Thanks. Und ich fand's auch gut, wenn das Spiel so gewesen wäre, dass die einzelnen Episoden wieder in Abständen von Monaten erschienen wären, dann wäre es, glaube ich, auch wesentlich schlechter gewesen. Weil wenn die Erzählung jetzt nicht so der krasse Punkt ist und sich von Twist zu Twist weiterentwickelt und spannende Sachen und so alles macht, dann, wenn man das nicht hat und dann Monate auf Episode warten kann, dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass sich das echt noch stärker zieht und wie so eine Durststrecke anfühlt. Aber so wie sie es gemacht haben, dass die wöchentlich oder zweiwöchentlich, ich glaube fast sogar wöchentlich rauskamen, die Folgen, da fühlt sich das Ganze wirklich, hat das dann doch nochmal davon einen besseren Flow. Aber auf jeden Fall die absolut richtige Entscheidung, das nicht so zu machen, dass man wieder Monate auf eine neue Episode warten muss, wie bei Life is Strange. Weil ich könnte mir vorstellen, dass dann auch manche einfach irgendwie nach Episode 1 und Episode 2 irgendwie dann raus gewesen wären und es vielleicht nicht weitergespielt hätten. Ja, bei der Musik muss man sagen, die Musik hat ihre Stärken, sie ist aber auch nicht, finde ich, nicht so ganz so prägnant und auch erinnerungswürdig wie bei Life is Strange, wo sie halt wirklich perfekt auf die Atmosphäre passt. Allison war dankbar, dass sie Mary Anns Rätsel gelöst haben. 90% haben die Truhe aufgebrochen, 81% haben das Rätsel gelöst. Ich meine, das Rätsel war jetzt ja nicht sonderlich schwierig. Und Mollen hat das Rätsel auch gelöst. Allison wurde durch Toms Aussage beeinflusst. 60% haben Toms Aussage geglaubt, also genauso wie ich. Aber ich habe nicht Toms Aussage geglaubt, sondern ich habe selbst geglaubt, dass es so war von allem dem, was ich bisher im Spiel erlebt und erfahren habe. 40% haben der Erinnerung der Zwillinge geglaubt. Und auch Mollen hat Toms Aussage geglaubt. Die Zwillinge haben auf ihr Band vertraut und ihre Stimme behalten. 6% konnten mit der Stimme abschließen. 94% hielten an ihrer Stimme fest. Auch Mollen hielt an der Stimme fest. Eddie blieb im Ungewissen über Allisons Schulter Mary Anns Tod. 16% haben die Wahrheit ge gestanden. 94% haben nicht die Wahrheit gestanden. Ich habe sie halt in dem Moment nicht gestanden, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass das so zwischen Tür und Angel in der Situation der richtige Moment war. Nicht, dass ich es prinzipiell nie erzählen will. Aber auch Mollen hat die Wahrheit nicht gestanden. Frage, ob Mollen die Wahrheit allgemein nicht sagen wollte oder ob er es so wie ich empfand, dass es in dem Moment nicht die richtige Situation war. Sam hat sich von Allison verstanden gefühlt. 31% haben Sam mit seiner Sucht konfrontiert. 69% haben Sams Geschichte angehört. Nee, Mollen hat ihn mit seiner Sucht konfrontiert. Ich hatte aber irgendwie gar keine Option, ihn mit der Sucht zu konfrontieren, oder? Ich weiß es nicht mehr so genau. Michael hat sich gefreut, Freundschaft mit Tyler zu schließen. 65% haben Michael geküsst, 35% haben Michael nicht geküsst. Auch hier wieder. Es ist nicht so, dass ich nicht prinzipiell der Meinung bin, dass keine Beziehung zwischen Michael, also keine partnerschaftliche Beziehung oder keine tiefergehende Beziehung zwischen Michael und Tyler möglich wäre. Aber ich fand halt, Tyler hat in den letzten 2 Tagen so viel dann auch durchgemacht, zusammen mit seiner Schwester Allison und was an Erinnerungen und allem nochmal hochkam und sie erkennt Michael erst seit 2 Tagen. Das fand ich auch einfach in der Situation ein bisschen vielleicht, das wäre, glaube ich, zu gerusht gewesen, zu sehr gewollt, zu künstlich gewesen. Ihn da zu küssen, wäre, glaube ich, etwas gewesen, was ein Filmregisseur macht, weil er unbedingt jetzt eine Beziehung zwischen 2 Figuren in einem Film haben will, es sich aber ein bisschen künstlich anfühlt. Das ist so meine Meinung gewesen an der Stelle. Was hat denn Mollen gemacht? Und auch Mollen hat ihn nicht geküsst. Auch hier die Frage, hat sich Mollen dazu entschieden, weil er prinzipiell keine Beziehung zwischen Michael und Tyler haben wollte oder weil er es vielleicht so gesehen hat wie ich, dass es nicht der richtige Moment war, dass das Ganze vielleicht noch Zeit gebraucht hätte. Das war es soweit, fortfahren. Falls du oder jemand, den du kennst, Suizidgedanken hegt oder eine emotionale Krise durchlebt, können dir diese Links und Angebote weiterhelfen. Dein Leben ist es wert, gelebt zu werden. Und wir sind für dich da. Telefonseelsorge Deutschland. Okay, da war halt die Nummer und dann am Ende das. Okay, das war Tell Me Why. Ich glaube, ich habe alles zu diesem Spiel gesagt, was es zu sagen gibt. Ich glaube, das ist auch ein Spiel, wo jeder vielleicht auch für sich persönlich andere Sachen rausziehen kann, vielleicht bestimmte Sachen anders wahrnimmt, gewisse Sachen aus einer anderen Perspektive sieht.
was jeden, glaube ich, auch auf eine gewisse andere Art und Weise berühren kann, erreichen kann, mit welchen Figuren er sich vielleicht identifizieren kann oder alles. Auf jeden Fall ein schönes Spiel, was meiner Ansicht nach auf jeden Fall seine Schwächen hat, aber auch seine Stärken. Und ich bin gespannt, was in Zukunft noch so von Dontnod kommt. Mit dem größeren anderen Spiel, was da ja noch in Arbeit ist, Twin Mirrors oder Twin Mirror, glaube ich, heißt es. Bin ich auch mal gespannt, werde ich wahrscheinlich auch auf diesem Kanal Let's Playen oder bei Twitch dann streamen, Nerdlabor. Bin auf jeden Fall gespannt. Haut da rein, bis dann, euer Andi. Ciao, ciao.